Hallo, ich habe heute für dich zwei schnelle Dehnübungen für den Rücken mitgebracht. Komm dazu in einen Vierfüßlerstand. Aus dem Vierfüßlerstand heraus bring die Hände noch etwa eine Handbreit weiter nach vorne. Atme hier ein und mit dem Ausatmen schieb dein Gesäß nach hinten und setz die rechte Hand auf deine linke Hand. Einatmen in den Vierfüßlerstand zurück und mit dem Ausatmen bring die linke Hand auf deine rechte. Und dann setzt so nach diesem Prinzip die Übung in deinem eigenen Tempo fort. Dieser Übung kannst du ganz wunderbar deinen Rücken strecken und deine Flanken dehnen. Und dann noch ein letztes Mal. Und dann halt oben im Vierfüßlerstand wieder an. Für die nächste Übung öffne im Vierfüßlerstand die Knie nach außen an den Mattenrand und bring die Hände noch ein Stück weiter nach vorn. Deine Zehen sollen in der Mitte zusammenbleiben. Wir beginnen hier im Vierfüßlerstand immer mit dem Einatmen. Das Ausatmen schiebt dich in die Haltung des Kindes zurück. Also einatmen in den Vierfüßlerstand nach oben und ausatmen, schieb dich wieder nach hinten und stell dabei deine Fingerspitzen auf und halt die Arme gestreckt. Wenn es von deiner Beweglichkeit her passt, kannst du den Kopf jeweils nach unten zur Matte bringen, aber du kannst auch genauso gut kurz davor stoppen. Diese Übungen kannst du immer wieder in deinen Tag einbauen, um deinen Rücken so optimal zu strecken, zu dehnen und so Rückenschmerzen vorzubeugen. Dann vielen Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich noch, wenn du meinen Kanal abonnierst, um auch die nächsten Yoga- und Fitness-Tipps nicht zu verpassen.